Heute Vormittag dominierte noch die Sorge darüber, dass Donald Trump gestern bei seiner Rede in New York nicht wirklich eine Perspektive hat geben können, wann dieser Phase-1-Deal denn endlich unterzeichnet wird. Dagegen eher scharfe Aussagen wieder gegen China. Aber dann kam die Veröffentlichung des Redetextes von Jerome Powell, dem Fed-Chef, der den Märkten praktisch versichert hat, passt auf, die Zinsen, die werden erstmal unverändert bleiben. Und die Wall Street hat sich gesagt, naja, dann ist das Glas ja halb voll und nicht halb leer, denn das bedeutet, dass die Zinsen nicht steigen werden. Auf der anderen Seite heißt es eben aber auch wahrscheinlich, dass die Zinsen nicht senken werden. Genau das hatte man ja angenommen, dass die Fed in einem Zinssenkungszyklus ist. Aber Jerome Powell hat das ziemlich schick verpackt, hat gesagt hier, wenn alles so bleibt, wie es ist, nämlich dass die Wirtschaft moderat wächst, wenn der Arbeitsmarkt stark bleibt und die Inflation so um und bei da ist, wo sie ist, dann werden wir erstmal nichts tun. Und dann, wie gesagt, hat sich die Wall Street dazu entschlossen, das Minus, das vorbörslich bei den US Futures teilweise deutlicher ausgeprägt war, dann wieder zu eliminieren, sodass wir Pi mal Daumen bei den US-Indizes unverändert sind. Der DAX hat den Tag leicht im Minus geschlossen. Gestern war übrigens der erste Tag seit den 1990er Jahren, dass der DAX, nicht der DAX, sondern der Dow Jones exakt unverändert geschlossen hat. Das kommt nicht allzu oft vor, auch heute wohl bisher nicht wirklich eine große Tagesveränderung, wenngleich eben die Dinge schon deutlich schlechter aussahen, als sie derzeit aussehen jetzt an der Wall Street. Aber Paul hat eben auch einen Seitenhieb gegen Donald Trump veranstaltet. Und zwar hat er gesagt, naja, damit die Wirtschaft wirklich gut läuft, braucht es fiskalische Impulse, also Steuerimpulse. Gestern hatte ja Trump schon signalisieren lassen, wir könnten uns vorstellen, für die Mittelklasse in den USA nur noch 15% Steuern erheben zu wollen. Wer soll das zahlen? Egal, das Ausland, die Chinesen, die dürfen dann Zölle zahlen und dürfen dann auch noch US-Staatsanleihen kaufen, um die ausufernde Verschuldung dann zu finanzieren. Hier sagt er ganz klar, das ist eigentlich eine Riesengefahr, die wir derzeit sehen, diese ausufernde Verschuldung. Das war so ein Seitenhieb auch gegen Trump, der gestern ja wiederum gegen die Fed und Jerome Powell ausgeteilt hatte, als er gesagt hat, naja, ich habe ganz tolle Dinge gemacht, obwohl die Fed gegen mich gearbeitet hat. Jetzt so ein kleiner Seitenhieb mit dem Ellbogen, ohne natürlich Trump direkt zu nennen, hatte sich Paul ein bisschen revanchiert. Aber er hat natürlich einen echten Punkt, denn wenn wir uns diese Verschuldung mal anschauen, dann sind wir jetzt im Jahr 2019 bei 4,6% Defizite zum BIP. Das würde nicht ganz reichen, um die Maastricht-Kriterien zu erfüllen, und ist einer der höchsten Schuldenstände, die die USA in Relation zum BIP hatten. Wir waren in der Finanzkrise schon knapp bei -10%, aber klar, da ist die Wirtschaft massiv eingebrochen. Dementsprechend hat dann die Obama-Administration auch versucht, durch Stimulus, durch Schuldenaufnahmen dagegen zu arbeiten, ist in der Summe ja gelungen, wie wir wissen. Die Wirtschaft hat sich ja dann ab 2009 erholt, aber es ist einer der größten Schuldenberge, die man in Relation zum BIP seit dem Zweiten Weltkrieg mit sich rumträgt. Wir hatten dann in den 1980er Jahren mal eine ähnliche Situation, als die Dinge auch so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen waren. Und wenn wir uns mal anschauen, was Donald Trump eigentlich gestern gesagt hat und das, was er vorher gesagt hat, nämlich im Jahr 2012 bei einem Schuldenstand von 17 Billionen, hat er gesagt, ja, das ist the greatest, das ist a national security risk of the highest order, also eines der Sicherheitsrisiken der größten Natur, die da zu konstatieren sind. Jetzt haben wir 23 Billionen Schulden in den USA, also nochmal einen guten Schnaps mehr, aber es ist the greatest economy ever. Das passt natürlich zusammen, das nennt man dann selektive Wahrnehmung. Ich nehme nur das wahr oder nehme es so wahr, wie es mir denn auch passt. Wir haben ansonsten die Situation, dass China sich geäußert hat heute Morgen, auch in Reaktion auf die Trump-Rede, hatte ja zunächst Hu Xijin, der Chefredakteur der Global Times, sich geäußert und gesagt, immer diese langweiligen Lügen, die ewig wiederholt werden von Trump, nämlich, dass die Chinesen den Amerikanern praktisch die Fabriken gestohlen hätten, die Arbeitsplätze gestohlen hätten. Heute hat China praktisch inoffiziell, eben auch über die Global Times, praktisch das Organ der Kommunistischen Partei gesagt, ja, die Amerikaner, die haben 1,9% Wachstum, wir haben 6% Wachstum, wir sind also viel besser dran als die Amerikaner. Und es wäre schön, wenn es einen Deal gibt, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann
könnten wir mehr in die Infrastruktur investieren, könnten praktisch mehr Geschäft mit anderen Ökonomien, mit anderen Ländern machen. Das ist dann mal praktisch so der Hinweis, okay, wir können, müssen aber nicht. Und es zeigt eben, dass die Chinesen schon davon ausgehen, dass es Trump etwas dringender hat. Es herrscht auffallendes Schweigen derzeit, keinerlei Hoffnungsbotschaften, wie wir sie zuletzt ja immer wieder gehört hatten, dass der Deal unmittelbar bevorsteht. Derzeit ist überhaupt nichts zu hören in Sachen Handelskrieg oder Handelsdeal, Phase 1 Deal. Da herrscht Schweigen im Walde. Wir wollen uns mal anschauen, was heute an den Märkten gespielt wird. Es gab ja diese Impeachment-Anhörungen, sind bisher noch nicht kursrelevant geworden. Mal sehen, ob das sich ändert oder ob das dann auch so verpufft und die US-Demokraten nicht wirklich daraus Profit schlagen können. Wir schauen uns mal an hier den S&P 500. Und wir sehen, dass wir hier heute Morgen noch vorbörslich auf Future-Basis dann doch relativ unter Druck kamen. Und dann kam hier der Redetext von Jerome Powell veröffentlicht und es ging nach oben. Jetzt sind wir fast da, nicht ganz da, wo wir gestern im Hoch waren, bevor es dann ja doch etwas deutlicher nach unten gegangen waren. Schauen wir uns mal den Dow Jones an. Hier sehen wir eben diese doch relativ steile Kerze. Der Dow hat es fast schon geschafft, hier dieses Niveau wieder zu erreichen. Der Nasdaq 100 ist da noch ein Stück weit entfernt von diesem Niveau. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Der hat, wie gesagt, mit leichten Minus geschlossen, aber er kann eben seine Verluste auf X-DAX-Basis deutlich eingrenzen. Was macht der Euro? Der kämpft jetzt mit der 1,10er-Marke, war schon ganz knapp drunter. Auch hier sozusagen wenig Kursbewegung wie insgesamt an der Wall Street, wenn man jetzt mal die Tagesveränderung sieht. Wir sind bei Gold wieder etwas runtergekommen, haben uns nicht wirklich erholen können, 1462. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil bei $57.39. Wir haben in dieser Woche noch die US-Einzelhandelsumsätze. Heute die Inflation stärker als erwartet, im Mindesten, was die Kernrate betrifft, weil da eben vor allem die Gaspreise, Benzinpreise deutlich gestiegen sind. Wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel, was die Gesundheitsversicherung betrifft, Healthcare Insurance, also praktisch die Krankenversicherung, die ist in relativ kurzer Zeit um 20% gestiegen, wird aber nicht so richtig adäquat erfasst eben in diesen Inflationsdaten. Paul hat heute nochmal klar gemacht, naja, wenn all diese Parameter bleiben, dann bleibt es auch bei der Zinspolitik. Die Märkte sagen sich, dann ist doch alles schick. Wir wollen die Jahresendrallye, auch wenn wir in jeder Hinsicht auf Anschlag sind, es will weitergehen. Man will die Boni sichern, so sagen manche in Kommentaren. Da lässt man nichts anbrennen, aber die Sorglosigkeit, die bleibt enorm. Wir werden morgen oder ich werde morgen ab 20 Uhr in einem Webinar das Thema kommt jetzt die Jahresendrallye zum Punkt machen, das wieder auf Facebook. Ich werde den Link dann nochmal posten und wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Feierabend. Genießen Sie die börsenfreie Zeit. Ich sage Servus und Ciao.